kann losgehen. Agritechniker, ich komme. Bei der Messe angekommen, muss man erstmal latschen. Latschen und latschen durch den eisigen Wind. Und viele Leute sind da irgendwie nicht. Aber irgendwann sind sie dann doch da, die vielen Leute. Erst muss man durch ein Zelt mit Taschenkontrolle und dann anstehen. Aber da weht wenigstens kein eisiger Wind mehr. Und dann ist man wieder draußen und steht vor einer riesigen Treppe und muss wieder latschen. Aber immerhin begrüßt einen schon mal ein landwirtschaftliches Gerät. Und hier ist auch schon die Halle vom Giants. Die Farming-Simulator-Halle. Die haben nämlich eine eigene Halle. Allerdings eine ziemlich kleine. Aber für Giants ist die groß genug, würde ich sagen. Tja, und wer ist denn da? Der Lisatan steht gleich darum. Ich lasse ihn mal in Ruhe quatschen. Da sieht man einen Traktor. Den haben sie da zur Zierde rumstehen. Einen schönen New Holland. Jo, hübsches Modell. Was es mit dem auf sich hat, warum es ausgerechnet ein New Holland ist, der da steht, weiß ich nicht, aber er macht sich da sehr gut, finde ich. Ohne einen Traktor würde schon irgendwie ein bisschen was fehlen. Jo, man kann auch schon das neue Kids-Spiel antesten. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ich habe nicht recht kapiert, wie man das Spiel... Also ich habe da mal rumgetipselt und da ist auch was passiert. Aber ja, irgendwie einen Sinn hinter dem Ganzen habe ich nicht so recht kapiert. Aber ich wette, die Kinder verstehen es sofort. Denen erschließen sich solche Sachen ja ganz anders als uns Erwachsenen. Ja, und ich nehme mal an, das ist auch noch eine Demo-Version. Aber ich habe keine Ahnung, da steht nichts dabei. Da steht so ein bisschen was von hier Charaktereditor und so weiter. Aber ja, was man da so eigentlich macht. Aber man kann die Traktoren bewegen. Dann gibt es natürlich noch einen ordentlich großen Merch-Stand. Mit allen möglichen T-Shirts und Hoodies und Überraschungstüten oder sowas. Und süßen Hunden. Na, du kleiner Niedlicher. Und die super süßen Kühe kommen auch gleich. So eine kleine Kuh, die habe ich bei mir am Bildschirm stehen. Die liebe ich heiß und innig. Jo, und natürlich kann man auch den LS kaufen, ganz klar. Und da steht eine nette junge Dame und ein netter junger Herr. Und manchmal steht da auch der Lisatan. Aber jetzt steht er da und hat sogar gewunken. Und die meiste Zeit findet da irgendwie Bale-Stacking statt. Das wird dann auch lautstark angekündigt. Und die Halle von Giants ist unter diesem interessanten Dach. Sieht sehr interessant aus. Dann bin ich mal zu Fendt gegangen. Denn ich dachte mir, heute ist Fendt dran, Valtra natürlich auch, die gehören ja zusammen und später noch John Deere. Und andere Sachen gucke ich mir dann in den nächsten Tagen an, denn ich bleibe ja noch bis Samstag. Jo. Das sieht jetzt gar nicht so voll aus. Aber wenn man da ist, ist es irgendwie irrevoll. Alles voll mit Leuten. Alles laut. Darum mache ich jetzt auch ein Voice-Over. Da ist ein Lärm überall. Die schreien nicht. Die sind da einfach nur. Aber es ist trotzdem super laut. Hier haben wir ein 7er Fendt. Und man kann in die Traktoren rein. Meistens ist das so eine kleine Schlange davor. Muss man sich anstellen und wenn man dann dran ist, dann darf man sich da reinsetzen. So, und hier haben sie ein Mähwerk vorgeschnallt. Ein kleines 3 Meter Mähwerk. Meine Güte, ist das groß. Diese ganzen Sachen, die einem im LS so klein erscheinen, sind riesig. Das ist mir schon auch bei den Farmcons aufgefallen oder wenn ich mal landwirtschaftliche Geräte in echt sehe, also im Einsatz auf dem Feld. Aber
Hier kriegt man so richtig die Oberdröhnung der Riesigkeit. Ein Katana. Jo, wie ihr seht, überall sind irgendwie Leute drin und manche gucken auch unter die Motorhauben. Und hier so ein Schneidwerk von so einem Feldhäcksler. Das ist eine Wanderung, dass man da entlang latscht. Unglaublich. Da denkt man sich so, naja, so ein nettes 6-Meter-Schneidwerk, ganz passabel. Aber in echt denkt man, hei, hoffentlich komme ich da am anderen Ende noch heute an. So riesig ist das. Sehr, sehr beeindruckend. Jo, das ist der neue Sechser-Fendt. Also irgendwie, jo, größer als der Fünfer und kleiner als der Siebener, logischerweise. Da war die Schlange besonders groß, darum bin ich da nicht rein. Aber später habe ich mich auch in den Traktor gesetzt, werdet ihr sehen. Jo, mit 224 PS immerhin, ist also kein wirklich kleiner Traktor. Ich denke mal so untere Mittelklasse vielleicht oder einfach Mittelklasse, aber schön, sehr schön. Ja, da steigt schon der nächste ein und dann echt gigantisch, ein Ideal. Da haben sie eine Treppe hingebaut und da gehen immer gleich mehrere auf einmal rein. So riesig ist das Ding. Ja, da habe ich mich nicht reingetraut. Ich war auch von den vielen Leuten und den riesigen Geräten so überwältigt, dass ich da mehr so ein bisschen wie so ein verlorenes Reh durch die Hallen getapst bin. Zumindest habe ich mich so gefühlt. Da bin ich jetzt auf einmal. Ja, stehe vor einem riesigen Fendt. Einer mit so Bandlaufwerken. Da habe ich mich mal getraut, meine Handykamera zu benutzen. Die hat mich heute ansonsten bitter im Stich gelassen. Ah, und da sieht man im Hintergrund den Ideal. Und hier noch einen Fendt mit Doppelreifen. 9er war das, glaube ich, oder? Ich bin noch ganz durcheinander gekommen, vor lauter. Aber diese Reifen, unglaublich. Da kann man drunter zelten. Also, wenn man sie so schräg stellen würde, meine ich. Und dann war ich bei Valtra. Valtra und Fendt und Massey Ferguson gehören ja alle zusammen zum AGCO-Konzern. Ja, und darum stehen die auch in einer Halle. Und Valtra ist ja irgendwie schon noch meine Lieblingstraktormarke. Obwohl mit dem Deutz Warrior... Das ist das neue Flaggschiff von Valtra. Ja, ganz schick und neu. Bis 420 PS, glaube ich, ein S-Valtra. Und in so einem satten Orangegold. Da weiß ich ja schon, wer sich über diesen Traktor freuen wird. Aber mir hat er auch extrem gut gefallen. Da kommt man jetzt nicht rein. Der hat sich den ganzen Tag um die eigene Achse gedreht. Da musste man ehrfurchtsvoll drumherum stehen. Immerhin musste man nicht drumherum latschen, sondern man konnte einfach da stehen und mit der Kamera draufhalten und konnte ihn dann von allen Seiten sehen. Ein sehr beeindruckendes Geschoss. Ja, und ich meine, 420 PS sind echt eine Hausnummer. Mit einem Valtra-Mitarbeiter habe ich mich dann auch eine Weile unterhalten und der war auch ganz stolz auf den neuen Boss. Und natürlich begeisterter Valtra-Verfechter, logischerweise. Jo, und man kann die auch tatsächlich in echt einfärben. Jetzt steige ich ein. Das war ein Valtra-Tee in mattschwarz. Jo, und da saß ich dann. Fahren kann man hier leider nicht.
Es gibt wohl was mit Elektrotraktoren fahren, aber das ist kompliziert und aufwendig und bei den Menschenmassen würde ich da bestimmt eh nicht drankommen. Da sitze ich im Traktor. Da hat meine Selfie-Kamera wieder funktioniert. Glücklicherweise. Ja, dann habe ich auch noch ein bisschen bei Massey Ferguson geguckt. Die waren ja auch nebendran gleich. Und ich glaube, das ist das neue große Flaggschiff. Da war auch entsprechend viel los. Und den haben wir ja auch schon vom Farming Simulator irgendwie angekündigt gekriegt. Da, 9S. Komischerweise wirkt der kleiner als andere Traktoren, die einen 9 vorne haben. Und jo, ein kleineres Modell. Aber große Mähwerke, das ist jetzt nicht nur ein kleines, also hier vorne natürlich schon ein kleines, auch beeindruckend groß. Und da hinten dann so ein Schmetterlingsmähwerk. Auch wieder so vom Typ, ich mache eine Wanderung ums Mähwerk drumrum. Das ist schon was. Und da war ich dann mal draußen, raus aus der Halle 20 und danach habe ich habe DJ Goim getroffen und die Aufnahme mit ihm ist nix geworden und dann waren wir zusammen bei John Deere und er hatte dann da aber ein Fotoshooting. Und ich habe mir ein paar John Deere Traktoren angeguckt. Vielleicht habe ich Glück und kriege noch ein Interview mit DJ Gohim hin, wenn der noch mal Zeit hat in den nächsten Tagen. Ja, bei John Deere, da hatten sie immerhin Teppichboden. Das hat so ein bisschen leiser gemacht. Aber trotzdem war es ohrenbetäubend. Und die hatten jede Menge Sechser John Deeres da stehen. Einen Sechser nach dem anderen. Dachte ich mir, ja klar, das hängt damit zusammen, dass die in Mannheim vor allem die Sechser produzieren. Und die konnten sie natürlich am einfachsten herbringen. Ja, und war immer irgendwie ein Sechser und hinten irgendein anderes Gerät, Ballenpresse oder dies und das und jenes. Und da kommt man auch rein. Und da habe ich dann einen Achter entdeckt und guckt mal genau hin, rechts, rechts, kommt gleich, da, seht ihr ihn, seht ihr ihn? Macht gerade ein Interview mit einem John Deere-Mitarbeiter. Und darum habe ich ihn natürlich einfach in Ruhe gelassen und bin so um ihn rummarschiert. Da seht ihr, wie er das Interview macht. Jo. War natürlich so konzentriert, habe mich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Logisch, ich bin ja auch um ihn rumgeschlichen. Und dann habe ich mich hier angestellt und bin in den großen John Deere gestiegen. Denn das hatte bei der Farmcon bei John Deere gefehlt, dieses praktische, ich sitze im Traktor. Da sitze ich drin. Mit einem gewissen Überblick. Cooles Gerät. Und hier, riesige Feldspritze. Die sind auch riesengroß, die Dinger. Es ist unglaublich. Das müsst ihr euch mal irgendwie reinziehen. Echte landwirtschaftliche Geräte kennenlernen. Und zum Schluss jetzt noch ein riesiger Mähdrescher. Ja, dann bin ich erschöpft nach Hause gestolpert. Und ich hoffe, morgen gibt es wieder was Interessantes zu sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.